Willkommen zurück bei Frühstück in der Parfümerie. Ich freue mich sehr, dass du wieder auf meinem Kanal vorbeischaust. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Zwana und bei Frühstück in der Parfümerie geht es, wie der Name schon sagt, um das Thema Parfums und alles, was sich um Parfums dreht. Wenn dich das also interessiert, dann solltest du meinen Channel jetzt abonnieren und mir auch gerne auf Instagram folgen. Heute möchte ich ein neues Format vorstellen. Ich möchte nämlich neue Düfte vorstellen, die gerade auf den Markt gekommen sind. Dabei ist vielleicht noch interessant zu sagen, dass es sich dabei nur um Düfte handelt, die wirklich gerade neu auf den deutschen Markt gekommen sind und nicht um Düfte, die jetzt in nächster Zeit released werden. Wenn ihr das auch spannend findet, könnte ich das auch gerne machen. Ansonsten würde ich die neuen Releases immer dann erst mit aufnehmen, wenn sie dann auf dem Markt sind, weil es dann vermutlich auch mehr Informationen darüber gibt. Die erste Neuerscheinung ist der Duft Delina La Rosée von Parfums de Mali. Der Duft kostet für 75 ml 205 Euro und ist schon die dritte Version von der Delina-Reihe. Ich persönlich bin ja nicht der größte Freund von Rosendüften. Delina finde ich aber unheimlich schön, weil der auch so unschuldig und rein ist. Und Delina La Rosée ist inspiriert von dem Gang durch ein Rosenbeet, aber am frühen Morgen, wenn der Tau noch so auf diesen Rosenblüten ist. Und dieser Geruch, der soll in Delina La Rosée eingefangen sein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf den Duft. Er ist schon auf dem Markt, er ist aber aktuell, zumindest bei Aus Liebe, zum Duft nicht verfügbar. Deswegen muss man da noch bis zum 5.2. warten. Wenn das funktioniert, dann werde ich ihn auf jeden Fall bestellen und direkt reviewen und euch daran teilhaben lassen, was ich über diesen Duft denke. Die Duftnoten sind aber auch schon gelistet und die will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Deswegen haben wir in der Kopfnote Litschi, Birne und Bergamotte. In der Herznote haben wir dann türkische Rose und transparente Blüten. Das ist wahrscheinlich dann der Tau, der da eingefangen sein soll in dem Duft. Und die Basisnote besteht aus Hölzern, weißem Moschus und Vetiver. Also sehr interessant. Ich bin sehr gespannt auf den Duft und werde euch auf jeden Fall dran teilhaben lassen. Die zweite Neuerscheinung ist von Montal und heißt Oud Pashmina. Der Duft ist ein Eau de Parfum und kostet 115 Euro für 100 ml. Ich komme gleich zu den Duftnoten. So viele Informationen gibt es noch gar nicht über den Duft, aber es gibt ein Werbevideo dazu, was ich auf jeden Fall auch noch mal einblenden werde. Ja, und wie man sieht, ist das Ganze sehr mysteriös und sehr sexy. Also man sieht halt nicht, wer der Herr ist, der hier dargestellt wird. Man sieht, wie sie sich beide fertig machen und offensichtlich zueinander gehen für einen netten Abend miteinander. Ich vermute eher ein dunklerer, glamouröser, sexy Duft und das bestätigen auch die Duftnoten. Wir haben hier nämlich dunkle Hölzer, weiches Oud, Leder, Vanille, grauen Moschus und Rose mit drin. Also auch wieder eine sehr interessante Kombination. Wenn euch der Duft interessiert, sagt Bescheid, dann mache ich da natürlich auch gerne ein Review drüber. Die dritte Neuerscheinung ist der Duft Y Le Parfum von Yves Saint Laurent. Der Duft ist so neu, dass es hierzu noch gar keine Preise gibt. Und es ist eine intensivere Variante des bisherigen Y Eau de Parfum Duftes und wird als intensiv, stark und fougère beschrieben. Und auch das Kampagnengesicht dieses Duftes ist Lenny Kravitz. Ich blende euch nochmal ein Bild der Kampagne ein. Also sehr interessant, fougère, stark, intensiv, fruchtig. Ich lese euch mal die Duftnoten vor, dann könnt ihr euch noch ein besseres Bild davon machen. Ich habe aber noch was Cooleres, um den Duft noch besser kennenzulernen. Also, wir haben hier in der Kopfnote Grapefruit, Apfel, Ingwer und in der Herznote haben wir Salbei und Lavendel. Und in der Basisnote haben wir Weihrauch, Patchouli, Tonkabohne und Zedernholz. Also sehr spannend, wenn ihr diesen Duft interessant findet, dann solltet ihr auf jeden Fall mal den Link hier unten checken, den ich bei dem Y Le Parfum gepostet habe. Dort könnt ihr nämlich eine kostenlose Probe bestellen. Ja, das war's mit meinen Parfum-News für heute. Ich werde das Format fortführen, wenn ihr nicht alle sagen werdet, so, boah, was ist das, interessiert mich gar nicht. Ich finde es aber eigentlich ziemlich cool. Schreibt mir aber auch gerne auf jeden Fall, wenn ihr neue Parfums entdeckt, da es gar nicht so einfach ist, sich das so alles zusammenzusuchen, weil ich auch hier nicht nur Designerdüfte, sondern auch Nischendüfte mit abdecken möchte und es da eigentlich keine Seite gibt, wo das alles so gesammelt ist. Deswegen, ja, dachte ich mir, das ist vielleicht ein cooles Format, das so gebündelt zu machen. Zumal haben die Geschäfte gerade zu, also kriegt man noch weniger mit als sonst. Also ja, gerne Bescheid sagen, wie ihr das Format findet. Und falls ihr neue Düfte seht oder Parfum-News, Angebote, coole Aktionen, dann schreibt mir das auf jeden Fall. Ich möchte bewusst hier jetzt keine Rabatte von Flaconi oder Douglas posten, weil die haben gefühlt immer 20%
oder man findet bei Instagram immer irgendeinen Code. Deswegen auf jeden Fall nur besondere Aktionen, wie beispielsweise jetzt mit dem Yves Saint Laurent, mit der kostenlosen Probe oder eben neue Düfte. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir auf jeden Fall Feedback, darüber würde ich mich sehr freuen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.